Ich würde gern das hier haben, aber das kriege ich nicht, ne? Zurücksetzen. Kostet 3 Fertigkeitenpunkte. Ich kann das noch nicht. Ich möchte das bitte. Weil hier steht nur zurücksetzen. Das heißt, wir haben die ja schon. Halte L2 gedrückt, um Gegner zu zielen, die dich entdeckt haben. So kannst du natürlich unentdeckt bleiben. Ja gut. Halte ich für ein Gerücht. Ganz kurz mal die Verkleidung ablegen, glaube ich. Genau, ich würde gerne... Die Montur haben wir ja, weil die ja, Health wiederherstellen kann. Eine Feder, die mit dem Blute einer Zielperson verborgen getroffen wurde. Eine. Irgendwie. So, abgehakt, abgehakt. Geht zum Bruderschaftshaus. Ja. 3 von, ich vermute, 4. Geheimnisvoller Brief. Nimm dir den Brief. Schwertänzer gleichzeitig die Tochter des berühmten Händlers Alibaba ist. Sie braucht Hilfe bei der Suche nach ihrem Vater. Ah, das ist die Zusatzquest, die wir bekommen haben. Ich war gerade so, hä? Moment. Verkleiden. Dankeschön. Wir wissen Bescheid. Ja, dann. Lass uns mal schnell reisen. Wo müssen wir hin? Hier. Schön, schnell reisen. Ich vergesse immer, dass es in dem Spiel ja einfach möglich ist. Wir müssen ja gar nicht darüber nachdenken, wohin wir schnell reisen oder von wo aus. Wir müssen ja kein Lagerfeuer finden, müssen ja gar nichts machen. Einfach nur schnell reisen. Von überall hin, überall hin. Basim Ibn Ishaq. Oh lol. Wie hast du diesen Ort gefunden? Das war leicht. Ich musste nur der Blutspur folgen. Du solltest nicht hier sein. Redest du mit ihm? Manchmal. Ja. Doch er antwortet nicht. Ich schon. Wir haben uns auseinandergelebt. Seit jenem Tag. Doch was wir erlebten dort im Palast. Das Licht. Diese Geräusche. Das kannst du doch nicht vergessen haben. Anders als du, Nihal, lass ich die Vergangenheit ruhen. Gestern ist Vergangenheit für dich? Und dein Djinn, dieser abscheuliche Schatten, der auf deiner Brust liegt, ist er auch in der Vergangenheit? Nein, der ist noch hier. Manchmal, sogar am Tage, spüre ich seinen Atem im Nacken. Der Albtraum dringt in die Realität ein. Oder war schon immer ein Teil von ihr. Er ist Teil deiner Wirklichkeit, Basim. Auch ich bin Teil deiner Wirklichkeit. Und deiner Vergangenheit. Sag, wirst du mich dort ruhen lassen? In einem Winkel deiner Erinnerung? Das werde ich nicht. Dafür ist sie uns, wenn du aber einen wichtig. Mechanischen Teppichfeger erfinden könntest. Was? Es ist getan. Und wie hat es sich abgespielt? Ich fürchte, das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Heben wir sie uns fürs Lagerfeuer auf. Das hast du gut gemacht. Ich muss wieder an die Arbeit. Du weißt, wie schnell ich mich langweile. Danke für alles, was du getan hast. Ich meine es ernst. Das hast du gut gemacht. Eine Sache noch. Arib, war sie beteiligt? Nicht, dass ich wüsste. Doch wir müssen wachsam bleiben.
Ja gut, das hat super funktioniert. Haben wir... Moment, ich sehe gerade, wir haben... Verlust bei der Bitrate. Ich hoffe... Moment. Das WLAN ist eigentlich stabil. Könnt ihr mich noch sehen? Moment. Ganz kurz schauen. Ich weiß nicht gerade, wie stabil es ist. Also der Player und Twitch ist mir gerade abgeschmiert, aber die WLAN-Verbindung ist eigentlich stabil. Und der Stream ist auch nicht abgebrochen, oder? 0 Kilobytes. 1000 Kilobytes. Okay, wild, das hatte ich jetzt auch noch nicht. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Ich starte mal parallel eine Aufnahme. So, in der Sorge, dass das jetzt hier vielleicht gleich komplett abschmiert und dieser Teil des Streams oder Let's Plays einfach verschwindet. Ausgelassene Frames 134, 0 Kilobytes, sieht schlecht aus. Ich versuche gerade die Twitch-Seite neu zu laden, aber ich sehe nichts. Ich muss ganz kurz gucken. Ich komme. Okay, unser WLAN ist, glaube ich, gerade abgeschmiert. Ich bin mir nicht sicher. Moment. So, ich glaube, die Seite ist gerade wieder zurück. Könnt ihr jetzt wieder was sehen? Ich habe gerade nichts mehr weitergemacht. Wir haben nichts, wir sind nicht fortgeschritten oder so. Ich hoffe. Also die Bitrate ist erschreckend niedrig. Ich habe jetzt 3% ausgelassene Frames. Das ist für mein Verhältnis sehr hoch. Meisterschüler-Talisman, ja, hallo. Wir sind absolut Premium unterwegs. Blauer Eingeweihter von Alamut. Und das hier grüne Eingeweihter.
Ja, cool. Brauchen wir aber eigentlich nicht. So, ich hoffe, wie gesagt, das ist jetzt wieder stabil. Ich weiß nicht, wie viel ihr mitbekommen habt oder jetzt nicht mitbekommen habt im Chat. Verwässerungsplan, Schwert ist eingeweiht. Okay. Haben wir das überhaupt? Todesspitzens, ja, stimmt, das war lustig. Das hatten wir beim letzten Mal schon gelesen. Ich habe jetzt mal parallel einfach aus Sicherheitsgründen eine Aufnahme gestartet. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es brauchen. Ich werde ja gleich, oder was heißt gleich, ich werde nachher beim Schneiden sehen, ob wie viel verloren gegangen ist gerade oder nicht. War das eine Katze? Was zum Fick war das? War die hier oben? Kernherausforderung abgeschlossen. Danke, Ubisoft. Danke. Danke, danke, danke. Wild. Ah. Ein Gedichtband der berühmten Arib al-Mamunia. Ja, wir wissen ja schon, er bewundert sie wirklich. Ja, klar. Ich würde mal ganz kurz die Sachen anbauen. Dich. Oh, schön, dich zu sehen. Warum ist sie jetzt da? Hä? Was war das? Kannst du das verbessern? Sei mein Gast. Ich dachte, der prügelt sich jetzt mit uns. Das hier muss ich anpassen. Das könnte ich jetzt werfen. Siehst du, das sieht halt immer so aus, als könnte man das werfen. Aber immer, wenn ich das einsetze, geht das nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Pfeifzündung fand ich scheiße, das wollte ich nicht. Großer Radius. Frakturen. Nehme ich mal das. Irgendwas machen wir falsch beim Werfen, glaube ich. Genug gesehen? Ja. Soweit. Danke, dass ihr eure Gaben teilt. Auf bald. Übrigens, wir sind ja jetzt in Folge 78. Oder wir sind auf jeden Fall im Stream, der Folge 78 hält, Stream 14. Wenn ihr euch mal die Folgen anguckt oder die vorgegangenen Folgen. Ich habe die jetzt mal in 4K exportiert. Einfach, weil es möglich ist. Ich sehe auf jeden Fall eine Verbesserung an einigen Stellen. Ihr könnt mir gerne mal sagen, wie ihr das seht. Ob ihr eine große Verbesserung merkt, ob euch das egal ist, weil das nicht signifikant genug ist. Sagt mir gerne Bescheid. So, ich weiß zwar nicht, warum ich hier noch irgendwie irgendwas machen sollte, aber wir haben die Nachforschung soweit fertig hier, ne? Ja, jetzt fehlt nur noch der hier vorne, wahrscheinlich der zum letzten Typ führt. Und diese Nebenquest hier, die wir aus Spaß und Jux und Dollerei an der Freude haben können. Aufträge gibt es keine neuen. Ich würde aber kurz zu einem Schmied, Entschuldigung, Weltschmied. Wir haben eine Verbesserung erhalten. Sei gegrüßt. Willkommen. Willkommen. Schauen wir mal, was du hast. Hier gibt es viel zu stöbern. Wenn du das sagst. Man merkt sofort den Unterschied. Sehr gut. Wenn er das sagt. ...50% mehr Schaden nach einer Parade. Ich bring die doch eh um, wenn ich eine Parade gemacht habe. Wofür? Eine kleine, aber erstaunlich tödliche Verbesserung. So, die, das Aussehen will ich nicht verändern, das kostet mir zu viel Geld. Auf ein andermal. Leb wohl! So. Inventar. 65, 65, was wir gerade ausgewählt haben, macht ein bisschen mehr Schaden. Verteidigungsschaden ist weniger. Macht aber im Prinzip für uns gar keinen Unterschied. Ne? So, ich bin ganz happy damit. Passt auf jeden Fall. So, wir sind jetzt Stufe, steht das hier irgendwo? Wir sind Meisterschüler jetzt, ne? Diese seltene Bassimus Gesamtstärke als Verborgener da und kann dabei helfen, einzuschätzen, ob du in der Lage bist, es mit Gegnern in bestimmten Gebieten aufzunehmen. Ja, weil alle sich darüber lustig gemacht haben, dass Valhalla ein Fertigkeitenpunkt ein Level ist. Das war wirklich sehr kaputt, muss ich sagen. Das ist selten erlebt, sowas. So, Lehrling
Empfohlener Rang, Attentäter, den haben wir noch nicht. Eingeweihter. Das heißt, hier könnten wir eigentlich auch schon alles machen. Lehrling, Lehrling, Eingeweihter. Ich guck gerade mal. Ändert sich das hier noch irgendwo? Meisterschüler ist gar nicht Teil davon, ne? Ist egal. Das sieht keine Sau. So. Sprich mit Ali am Tor. Mit einem guten Ali, ja. Davish-Artefakt, hier sind auch noch Sachen, ne? Ach, guck mal, ist sogar in der Nähe. Ganz ehrlich, dann lass uns mal da hin, weil da vorne ist ein Rätsel. Da ist eine historische Stätte. Das kann man einfach mal alles zusammennehmen. Warum heulen die denn jetzt schon wieder rum? So. 50. Ist das hier? Darf ich hier sein? Alles daran spricht Sperrgebiet eigentlich, ne? Ja. Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung, ne? Ich wollte eigentlich dahin. Also, wenn ihr euch jemals gefragt habt, warum ich mir diese Marker setze, ne? Es ist genau aus diesem Grund. Ich sehe sonst einfach nicht, wo ich hin will. Ich vergesse es. Ich habe keinen Orientierungssinn. Ich höre es doch, ist es über mir? Ah, da ist es. Codex aktualisiert. Egilmann, versklavte Soldaten von 811 bis 813 fanden sich in einem erbitterten Bürgerkrieg Al-Amid und Al-Muhammad, die beiden Söhne des Kalifen Harun al-Rashid, Regentschaft 766 bis 809, auf unterschiedlichen Seiten wieder. Am Ende wurde ersterer nach einer langen und zerstörerischen Belagerung Bagdads hingerichtet und letzterer bestieg den Thron. Moment. Diese Ereignisse ließen Rufe nach Truppen laut werden, die nur den Kalifen treu waren, und sorgten für andauernde Spannungen zwischen den Gruppierungen der Oberschicht, die jeweils eine der beiden Brüder unterstützt hatten. Al-Mamun, Regentschaft 813 bis 833, und sein Nachfolger Amu-Tasim, Regentschaft 833 bis 842, lösten das Problem, indem sie ein Berufsheer aushoben, das vor allem aus versklavten Knaben und Männern von den Turkstämmen Zentralasiens bestand. Diese waren für ihre Reitkunst und als treffsichere Bogenschützen bekannt. Von diesem Gilmann, Plural von Gulam, was Diener bedeutet, wurde erwartet, dass sie ihrem Herr treu dienten. Nach Abschluss einer Grundausbildung schlossen sich ein Gulam, die Elitewache, als berittener Krieger an. Ihre einheitliche Kleidung und sonstige Aufmachung wurde von mittelalterlichen Autoren erwähnt und in erhaltenen Bildern wie diesem hier dargestellt. Okay, very interesting. Jedes Jahr wurden
Beurteilungen vorgenommen, die den des Kalifen persönlich jeder einzelne Reiter auf Grundlage seiner Leistung einen bestimmten Rang im entsprechenden Bezahlung zuwies und einem Treueschwur leisten ließ. Durch dieses System erhielten die abbasidischen Herrscher eine Berufsarmee, auf die sie sich verlassen konnten und die viele Jahrhunderte Bestand hatte. Mehrere rivalisierende Herrscher übernahmen das System. Allerdings war es nie frei von Problemen. Mit der Zeit gelangen diesen neuen Soldaten an Posten mit beträchtlicher Macht und Einfluss innerhalb der herrschenden Klasse. Chronisten dieser Zeit beschrieben Spannungen, die von der Anwesenheit der Gilaman in Bagdad herrührten. Diese Situation könnte der Grund dafür gewesen sein, dass Al-Mutasim die Heere in die neue Hauptstadt Samarra verlegte. Die beachtlichen Kosten für die Aufstellung und den Unterhalt dieser Berufsarmee verschlungen einen Großteil der Einträge des Kalifen. Dies führte spätestens im 9. Jahrhundert, im späteren 9. Jahrhundert, zu einer finanziellen Schieflage. Ja, was ist wichtiger, ne? Sicherheit, Freiheit? Das war wohl schon sehr wichtig, ne? Natürlich, wenn du aufsteigen kannst, warum solltest du die Hand beißen, die dich füttert? Wir waren hier schon mal, oder? Das kommt mir so bekannt vor. Waren wir nicht am Anfang hier mal? Ich glaube, was Imar zu dir gesagt hat. Ich weiß, du bist nachsichtig. Du musst etwas tun. Es geht um deine Ehre. Warum sind wir nicht am Zug postiert? Da könnten wir für ein kleines Handgeld die Hände... Hey! Blute! Blute! Der sollte jetzt auch tot sein. Das wäre schlecht gewesen sonst. Aber wenn die so schick beieinander stehen... Vielleicht werden wir unter Umständen eh nochmal hin müssen, aber... Ey. Das da vorne und das. Also ich kann jetzt links gehen oder rechts. Wer uns angreift, erlebt sein Tor. Da! Kaputt. Wenn die mal nur zu zweit sind. Eins. Zwei. Danke. Da ist die Truhe. Der steht vorne. Was glaubst du, was du da tust? Redet er mit mir? Nur auf das Nötige konzentrieren. Meine Wurfmesser zurückbekommen und an die Truhe kommen. Ich frage mich aber gerade, ob ich nicht vielleicht von... Huch? Huch? Was war das denn? Bin ich vielleicht von da doch besser an die Truhe? Sag mal, bist du eigentlich behindert? Da, Entschuldigung. Da ist doch... Hier ist doch ein Grünstreifen. Basim, bitte. So. Eins.
mal. Plop. Plop. Ist halt genau unter uns die Truhe. Huch. Wer ist denn aufmerksam geworden? Zu laut?